Diese Aufnahme, die das US-Indo-Pazifik-Kommando veröffentlicht hat, zeigt ein chinesisches Kampfflugzeug bei einem gefährlichen Manöver. Ein chinesischer J-11-Pilot hat sich über dem südchinesischen Meer nach US-Militärangaben einem B-52-Bomber der USA genähert. Der chinesische Jet sei in, Zitat, unsicherer und unprofessioneller Weise unter und vor dem US-Flugzeug im Abstand von nur 10 Fuß, was etwa 3 Metern entspricht, geflogen, teilte das US-Militär in der Nacht zu Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich laut US-Angaben in der Nacht und bei geringer Sicht. Demnach verstößt das Manöver des Kampfjets gegen internationale Regeln für die Flugsicherheit. Chinas Außenamtssprecherin machte die USA für die instabile Lage im südchinesischen Meer verantwortlich. Dass ein US-Militärflugzeug den weiten Weg bis vor die Haustür Chinas auf sich nehme, um Stärke zu zeigen, sei die Ursache für das Sicherheitsrisiko zu Wasser und in der Luft, so Mao Ning in Peking am Freitag. China werde seine territoriale Integrität weiter schützen. Die USA und China werfen sich im Indopazifik immer wieder gegenseitig gefährliches Verhalten ihrer Streitkräfte vor. Den US-Angaben zufolge kam es seit Herbst 2021 zu mehr als 180 Zwischenfällen.